Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe schon mal länger vor, mal ein Video zu Angst im Wald zu machen, weil es doch für viele Anfänger, das wäre jetzt mein Anfängerthema, ein Problem ist, in den Wald zu gehen und dann insbesondere nachts keine Angst zu haben. Dazu erstmal die grundlegende Frage, was ist überhaupt Angst? Angst ist ein Schutzreflex, den die Evolution erfunden hat, damit wir nicht ausgestorben sind. Beziehungsweise damit wir nicht aussterben, was wir wahrscheinlich demnächst trotzdem sowieso tun, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls dient Angst dazu zweierlei. Erstens, man begibt sich gar nicht erst in eine potenziell gefährliche Situation und zweitens, sollte man sich doch in eine potenziell gefährliche Situation begeben oder zumindest eine Situation, die als gefährlich wahrgenommen wird, dann versorgt einen Angst mit den nötigen Fähigkeiten, um aus dieser Situation wieder hinauszukommen, nach Möglichkeit heile. Das allseits beliebte Hormon Adrenalin ist nichts anderes als das Hormon der Angst. Das ist also ein körpereigener Botenstoff, der ausgeschüttet wird und in Zellen dafür sorgt, dass eben jetzt der Zustand der Angst herrscht. Also Angst ist der dazugehörige Zustand zum Hormon Adrenalin. Die beiden sind gekoppelt. Also nur, falls sich jetzt jemand fragt, was Adrenalin mit Angst zu tun hat, das ist im Prinzip genau dasselbe, nur eben die Biochemikalie, die dafür sorgt, dass wir Angst haben. Ja, für die physischen Auswirkungen der Angst. Was im Kopf passiert, ist nochmal ein anderes Feld. Der Zustand der Angst soll uns befähigen zu überleben. Das ist jetzt erstmal seine Primäraufgabe und stellt uns dafür ein paar physikalische, physiologische Eigenschaften zur Verfügung, die wir sonst in diesem Maße nicht aufweisen. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, entweder wegzurennen oder zu kämpfen. Je nach persönlicher Ausrichtung oder Form der Angst oder Grund für die Angst, kämpfen macht wenig Sinn, wenn man auf einer Klippe steht, zum Beispiel. Ich habe mal die körperlichen Effekte von Angst zusammengeschreibselt und trage euch die jetzt einfach mal spaßeshalber vor. Das wären zum einen erhöhte Sinnesleistung. Das heißt, wir können besser sehen, besser riechen und vor allen Dingen auch besser hören, wenn wir Angst haben. Deshalb, wenn man nachts im Wald liegt und es knistert und knackt überall, hört man das besonders gut, weil man ohnehin schon, naja, sich zumindest unwohl fühlt. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video guckt, dann habt ihr hoffentlich Angst. besser sehen heißt, die Pupillen werden einfach geweitet, es wird mehr Licht aufgenommen und wir können eigentlich besser wahrnehmen, was um uns herum so passiert, in der Theorie. Des Weiteren führt Angst zu erhöhter Muskelanspannung. Das heißt, man ist jederzeit bereit, jetzt loszurennen oder zu kämpfen oder zuzuschlagen oder ja, primär meistens ist es loszurennen. Der Mensch ist dann doch eher evolutionär gesehen ein Fluchttier. Weiterhin reduziert Angst die Reaktionszeit. Ein ängstlicher Autofahrer müsste also im Prinzip in der Lage sein, früher zu bremsen. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwelche Studien gibt, aber das wäre mal ganz interessant. Auch wieder so eine Anpassung darin, dass man eben einfach besser kämpfen kann, theoretisch. Es erhöhen sich Herzfrequenz und Blutdruck. Magen und Nieren stellen ihre Tätigkeit ein. Ja, ein ist zu viel gesagt. Sie wird zumindest sehr stark reduziert. Es kann übrigens auch so weit kommen, dass es dann zum berühmten sich vor Angst in die Hose machen kommt. Das ist einfach eine Notentleerung von Blase oder Darm. Einfach damit man besser darauf vorbereitet ist, jetzt zu rennen, zu kämpfen oder sonst was zu tun. Weil das halt eben benachteiligt wäre, wenn man mit voller Blase durch die Gegend rennt. Also eigentlich nur ein Schutzreflex, wie alles bei der Angst. Wichtig ist auch, dass die Energiebereitstellung in den Muskeln deutlich erhöht ist. Also was an Blutzucker im Blut unterwegs ist, im Kreislauf wird direkt in die Muskeln gepumpt und steht dann sofort zur Verfügung. Ist insbesondere bei kurzfristigen Beanspruchungen der Muskulatur sehr wichtig. Also ein kurzer Sprint oder eben halt schon wieder der besagte Kampf. Ich wiederhole mich, aber es ist halt nun mal wichtig.
Eine blöde Nebenreaktion des Ganzen ist das Zittern bzw. das Schwitzen, das Unkontrollierte. Das hat jetzt in dem Sinn keine physiologisch sinnvolle Funktion. Das ist mehr oder weniger eine Nebenwirkung. Wie jedes Medikament bzw. jede Droge, auch die körpereigene Adrenalin, gibt es auch Nebenwirkungen. Das wäre im Fall der Angst sozusagen Zittern und unkontrollierte Schweißausbrüche. Zu irgendwas Besonderem gut sind die ja nicht. Die Angst, die jetzt für den Bushcrafter bzw. Survivor relevant ist, gibt es in zwei Ausprägungen. Das ist einmal die lernbare Angst. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass man Angst lernen kann. Man kann sie genau auf dem gleichen Wege übrigens auch verlernen, aber dazu kommen wir im zweiten Teil von dieser Reihe. Das heißt, sobald man sich in eine Situation begibt, die für einen... Warum bin ich jetzt unscharf? Die für einen erstmal fremd ist, hat man automatisch zunächst mal, naja, nicht Angst, aber man fühlt sich ungut. Wenn jetzt in dieser fremden Situation, mit der man jetzt so in diesem Sinne erstmal nichts anfangen kann, etwas passiert, vor dem man tatsächlich Angst haben sollte, also meinetwegen wird man erschreckt, es kommt die Wildsau aus dem Gebüsch, es kommt der Förster hinterm Baum hervorgesprungen und schreit, halt, Förster, was machen Sie hier? Dann wird man sich merken im Gehirn, dass es potenziell gefährlich ist, in den Wald zu gehen. Und schon hat man Angst im Wald. So einfach funktioniert das. Und ja, das ist also die lernbare Angst. Man begibt sich in eine ungewohnte Situation und es passiert etwas Schlimmes. Oder in einer gewohnten Situation passiert auch etwas Schlimmes, aber das dann halt schon wieder so schlimm sein muss, dass sich einprägt. Selbst in dieser gewohnten Situation, in der normalerweise nichts Schlimmes passiert, kann auch mal was Schlimmes passieren und ich sollte jetzt hier Angst haben. Die andere Form der Angst ist genetisch bedingt und sozusagen angeboren. Und dabei handelt es sich bei den meisten Naturängsten, die wir einfach noch vom genetischen Code her bei uns vorprogrammiert haben, insbesondere so Dinge wie eben Angst vor Naturphänomenen. Die Angst vor einem großen Feuer, wobei man sich diesem auch wiederum hingegen gleich wieder hingezogen fühlt. Aber die Psychologie beim Feuer, das mache ich auch nochmal irgendwann extra. Angst vor riesigen Wassermassen, dass man nicht über den Fluss will, Angst vor großer Höhe, man könnte hier runterfallen. Das ist alles so ein bisschen angeboren. Dazu gehört halt eben auch die Angst vor wilden Tieren, weil die eben früher durchaus eine Rolle gespielt haben bei gefährlichen Dingen, die einem in der Natur so begegnen können. Zum Beispiel, man ist Höhlenmensch und will in seine Höhle, aber in der Höhle lebt schon ein Höhlenbär. Inzwischen ist er übrigens ausgestorben, aber naja. Angenommen, ein Höhlenbär wäre in meiner Höhle, dann hätte ich auch Angst, in eine Höhle zu gehen. Des Weiteren, einfach nachts im Wald sind halt teilweise Tiere unterwegs, die es tags im Wald in dieser Form so aktiv nicht gibt. Und es kommt noch sehr schwerend dazu, dass wir ja als einzigen funktionsfähigen Sinn haben, ne, sehen. Und nachts im Wald sehen wir nichts, weil wir dazu noch außerdem Scheißaugen haben. Wir sind auf Sehen angewiesen und haben schlechte Augen. Blöde Kombination, aber so ist das nun mal. Ja, und demzufolge haben wir automatisch Angst im Wald, weil uns unser Hauptsinnesorgan weggenommen ist. Einfach dadurch, dass wir nichts sehen und es dunkel ist. Also zusammenfassend gibt es sozusagen die Angst vor wilden Tieren. Das wäre jetzt in unserem Fall früher der Wolf gewesen, sicherlich auch der Bär. Gibt es nicht mehr. Angst vor wilden Tieren kann man im Prinzip logisch gesehen abhaken. Also wilde Tiere sind nichts, wovor man im Wald Angst haben sollte, zumindest nicht im deutschen Wald. Auch nicht im Wolfsgebiet, aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Inwiefern das Wildschwein gefährlich ist, siehe mein entsprechendes Video. Gut, damit wäre das Thema Angst vor Tieren eigentlich abgehakt. Dann bleibt die normale, irrationale Angst dessen, dass man einfach im Dunkeln in einem Gelände unterwegs ist, in dem man in einen Abhang runterfliegen könnte, einfach über die Wurzel stolpern, gegen den Baum rennen und ähnliches. Das ist natürlich berechtfertigt, aber es gibt ja heutzutage Taschenlampen, beziehungsweise man muss dann einfach vorsichtig sein. Man fühlt sich aber automatisch unwohl, wenn man nicht gut sieht, weil man eben als Mensch auf Sehen angewiesen ist, schlicht und ergreifend. Dritter Faktor, und der ist eigentlich ziemlich wichtig und spielt bei vielen Leuten, insbesondere bei Frauen, eine große Rolle: böse Leute im Wald. Also der Massenmörder, Serienkiller, Vergewaltiger, etc., der im Wald auf Beute lauert.
Natürlich macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn es irgendwo keine Beute zu finden gibt, dann ist es im Wald, weil kein Mensch nachts in den Wald geht. Ich glaube, selbst der Serienkiller, Massenmörder und Ähnliches hat nachts im Wald auch Angst. Von daher ist es wirklich unwahrscheinlich, dass einem ein solcher im Wald begegnet. Und das wäre auch der denkbar schlechteste Ort, um irgendwelchen Opfern aufzutauen. Stadtpark ist was anderes. Stadtpark, keine Ahnung, wohne ich in der Stadt. Aber naja. Jedenfalls ist das auch genetisch fixiert, interessanterweise, die Angst vor bösen Leuten im Wald. Weil seit es eine nennenswerte Zivilisation gibt, also in der Antike, schon die Griechen und Römer haben böse Straftäter, böse Leute, einfach aus der Stadt geworfen. Und wohin verbannt? In die Natur. Und wo kann man in der Natur besonders gut leben? Im Wald. Ich habe ein Loch gefunden. Ja, sprich, im Wald gibt es böse Leute. Also historisch gesehen, definitiv ist das so. Besonders im Mittelalter nahm das Ganze dann krasse Züge an. Da gab es dann ganze Banden von Outlaws, die sich im Wald zusammengerottet haben und jeden, der durch den Wald wollte, um irgendwo hinzukommen, weil es halt damals noch fast überall Wald gab, wenn man gerade nicht mitten in der Stadt war. Und von Stadt zu Stadt musste man durch den Wald. Und die haben sämtliche Leute, die dann im Wald unterwegs waren, um halt zur nächsten Stadt zu kommen, gerne mal überfallen und Ähnliches. Und da das Ganze historisch gesehen schon so lange her ist, und es das über einen so langen Zeitraum Menschheitsgeschichte gab, auch Stammeskriege und Ähnliches, sobald du aus deinem befestigten Dorf raus warst, bestand ja die Möglichkeit, dass der verfeindete Stamm angreift und dich im Wald überrascht. Und im Wald hast du keine Palisade, hinter der du dich verstecken kannst. Also das spielt durchaus wirklich schon eine Rolle in der Menschheitsgeschichte, dass wir uns halt gerne zeitlebens bekriegt haben. Und halt eben Verbrecher in den Wald geschickt haben. Deshalb denken wir immer noch, die sitzen im Wald. Stimmt nicht, aber ist so. So, anders als der normale Tourist im Wald haben wir als Survivor oder Bushcrafter ja das Problem, dass wir im Wald Dinge tun wollen, die unter Umständen vielleicht nicht immer ganz den gesellschaftlichen Normen entsprechen, vorsichtig ausgedrückt. Deshalb soll es ja vorkommen, beziehungsweise ich kenne ein paar Beispiele, dass gewisse Survivor und Bushcrafter in der Wald echt, im Wald echt das Problem haben, dass sie Angst haben, dass der Förster kommt und ihnen was Böses will. Also sprich, wenn sie sich irgendwo ein Lager gebaut haben, haben sie tatsächlich des Nachts Angst, es könnte der Förster kommen, sie wecken und sie des Waldes verweisen, sie erschießen, mit dem Gewehr bedrohen. andere Reihenfolge. Jedenfalls, ja, auch diese Angst gibt es tatsächlich. Die ist nun wirklich überhaupt nicht gerechtfertigt. Also meiner Meinung nach. Ich kenne viele Förster von Berufswegen und muss sagen, keiner der Herr Kollegen wird einen wirklich aus dem Wald schmeißen, sofern man da jetzt nicht irgendwelchen Unsinn anstellt. Also wenn man ein Feuer macht, abgesehen davon, dass man das natürlich nicht darf und ich sowas natürlich auch grundsätzlich nicht tue, aber wenn man tatsächlich ein Feuer anmachen sollte, auch völlig in einer absoluten Notsituation, in der man in den Bach gefallen ist und jetzt dringend ein Feuer braucht, anstatt nach Hause oder ins nächste Dorf zu rennen, ja, dann sollte man gucken, dass man tatsächlich dieses Feuer irgendwo macht, wo einen dafür aus einer Möglichkeit nicht findet, weil dagegen könnte er etwas haben. Inwiefern das gerechtfertigt ist, dazu mache ich auch mal irgendwann noch ein Video. Aber ansonsten, wenn man nur im Wald pennt, da tut einem der Förster nichts. Dem Förster ist es in der Regel auch scheißegal, ob man da jetzt nun zeltet, nur ein Tarp aufgespannt hat, sich irgendeine Höhle gebaut hat, Höhle gegraben, irgendwie einen Debris hat gebaut oder einen Lean-To-Shelter oder was auch immer. Das interessiert den Förster einen Scheiß. Der freut sich eigentlich in der Regel, wenn du im Wald pennst. Vielleicht will er ein bisschen mit dir reden, weist darauf hin, dass Zelten im Wald und so weiter und so fort nicht so hundertprozentig legal ist. Schlimmstenfalls bleibt er noch auf dem Bier oder Ähnliches. Oder hockt sich bei dir ans Feuer, soll es auch schon gegeben haben. Dass du natürlich nicht angezündet hast. Selbstverständlich nicht. Also Angst vorm Förster. Naja, soll es geben, wie gesagt. Oder Angst vorm Jäger, dass der Jäger... bisher ist es jetzt noch in den meisten Bundesländern so, dass der Jäger einen tatsächlich auch aus dem Wald verweisen darf und gewisse polizeiliche Rechte hat. Das war noch eine Vorsichtsmaßnahme gegen Wilderer aus früherer Zeit. Wilderer spielen jetzt in Deutschland zumindest keine allzu große Rolle mehr. Wir haben eh so überhöhte Wildbestände, dass das ein oder andere Stück, das da zufällig wegkommt.
ja, so gesehen auch gar nicht so schlimm wäre. Aus Tierschutzgründen ist es natürlich trotzdem wichtig, dass es keine Wilderei gibt. Wird auch ordentlich bestraft, wenn tatsächlich mal jemand dabei erwischt wird. Aber im großen Maßstab findet es halt nicht mehr statt. Daher ist das nicht mehr ganz aktuell. Aber theoretisch darf ein Jäger ja noch so ein paar gewisse polizeiliche Dinge, zum Beispiel Ausweiskontrolle oder sowas. Man muss dem Jäger in manchen Bundesländern immer noch den Personalausweis vorzeigen. Beim Förster ist es in jedem Fall so. Der Förster ist, solange man sich im Wald befindet und der Förster im Dienst ist, so eine Art Polizei. Der hat im Prinzip fast die gleichen Rechte wie die Polizei. Rein rechtlich gesehen darf er auch immer noch von der Schusswaffe Gebrauch machen, zu Zwecken der Selbstverteidigung, wenn irgendwelche Wilderer und Ähnliches unterwegs sind. Aber gut, man muss vom Förster jedenfalls keine Angst haben, ich schweife viel zu sehr ab. Gut, also wir haben jetzt festgestellt, dass die meisten Ängste, die man im Wald hat, eher irrationaler Natur sind und man die im Prinzip nicht haben sollte. Jetzt hat man sie aber trotzdem. Demzufolge hilft einem das jetzt wahrscheinlich nicht großartig weiter, wenn man auch selber drüber nachdenkt und feststellt, dass diese Ängste doch eher irrational sind. Spielt überhaupt keine Rolle. Bei der Angst ist es nämlich ja grundsätzlich so, ob die Gefahr jetzt nun tatsächlich besteht oder man sich die Gefahr nur einbildet, ist vollkommen egal. Angst hat man trotzdem. Es hilft einem also überhaupt nicht weiter, dass es nur eine irrationale Angst ist. Wenn man tatsächlich übrigens vor etwas Angst hat, vor dem man überhaupt keine Angst haben braucht, dann ist es eine sogenannte Phobie und das ist dann wieder eigentlich krank. Ja, nicht eigentlich, das ist dann schon krankhaft. Jetzt kann man sich natürlich streiten, inwiefern das schlimm ist, dass man irgendeine Phobie hat. Ich zum Beispiel habe Höhenangst, relativ ordentlich. Also alles, was höher als 10 Meter ist, da fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl da oben. Ist ja Quatsch. Ne? Nicht, weil ich auf den Turm steige, fällt der jetzt auf einmal plötzlich zusammen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das so ist. Krieg dann weiche Knie, zittere vor mich hin und halte mich an der nächsten Wand fest und rutsch auf dem Hintern die Treppe wieder runter vom Turm oder ähnliches. Haben wir alle schon erlebt. Ich bin eher mehr der Bodenförster, weniger Baumkrone. Ja, aber was tut man denn jetzt nun gegen die Angst im Wald? Sowohl vor Tieren, dem Förster, bösen Menschen und Ähnlichem. Dazu kommen wir dann im zweiten Teil meiner Angst im Wald-Reihe. Da werde ich dann diverse Maßnahmen vorstellen, die man denn unternehmen kann, wenn man jetzt Angst im Wald hat. Aber es ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man weiß, woher kommt die Angst und dass diese durchaus natürliche Ursachen hat und es auch Sinn macht, dass man Angst im Wald hat und man nicht irgendein Freak ist, weil man Angst im Wald hat. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, schöne Restwoche, was gerade ist, wenn ihr das guckt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.